hier zum fünften Mal vor dem Rathaus in Neustadt beim Herrn Tippold. Wir wollten uns ganz klar positionieren und hier ein Statement abgeben, dass das, was momentan in der Gesellschaft läuft, dass Andersdenkende diffamiert und mundtot gemacht werden, dass das nicht richtig sein kann in einem demokratischen Staat. Und es ist schön, dass wir in einem demokratischen Staat leben. Wir versuchen einfach, Leute auch zu bewegen, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie dieses Vorgehen unterstützen wollen. Wir sind keine Nazis, wie es in den Zeitungen berichtet wird. Wir haben den Herrn Tippold in keinster Weise mit dem Tode bedroht und wir werden das auch nicht machen. Das ist in keinster Weise unser Interesse. Wir möchten nur, dass darüber diskutiert wird, inwieweit diese Maßnahmen, die aktuell unser Leben in Deutschland lahmlegen, überhaupt Sinn machen. Und so werden wir die nächste Zeit immer wieder ein kleines Statement von unserer Seite abgeben. Wir werden die Welt nicht bewegen, aber bitte steht auf und jeder von euch sollte jetzt aktiv werden und sich für unsere Demokratie einsetzen. So, jetzt begrüße ich euch erst einmal. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Als erstes die Auflagen der Versammlung. Wenn sich jemand Kraft fühlt, bitte jetzt den Platz verlassen. Keine Waffen mitführen. Tiere sehen keine. Abstand halten. Bitte immer wieder zum Nachbarn kontrollieren. 1,5 Meter Mindestabstand. Die beiden Ordner werden also hier zur Seite stehen und ein bisschen darauf achten, dass wir den Abstand einhalten. Ich habe eine Liste mit, wer sich in die Liste eintragen möchte, dass man bei Erkrankung eine Nachverfolgung machen kann. Bitte nach der Versammlung um 15.15 Uhr zu mir kommen und in die Liste eintragen. Ich werde die Liste 4 Wochen verwahren und dann selbstständig vernichten. Das waren jetzt die Auflagen. Wir beginnen jetzt mit der Veranstaltung. Wir sind diese Woche das 5. Mal vor dem Rathaus. Diese Kundgebung wurde ins Leben gerufen, weil Herr Tippold ganz lapidar alle Menschen, die eine andere Meinung haben und sich wehren gegen die einseitige Corona-Berichterstattung und die Maßnahmen, werden alle diese Personen als Arzt die Sitte und Nazis beschimpft. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, was ein Nazi mit den Ängsten der Corona-Maßnahmen zu tun hat. Ich möchte euch heute gerne etwas erzählen, wo es genau um die freie Meinungsäußerung geht. Am Mittwoch war ich in Berlin. Ich bin alleine nach Berlin gefahren und wollte demonstrieren gegen das 3. Infektionsschutzgesetz. Die wenigsten Personen haben mitbekommen, was dieses Gesetz für uns alle bedeutet. Die Regierung hat, ohne Rücksicht auf den Bundestag zu nehmen, die Befugnis ganz alleine Anordnungen und Gesetze zu erlassen, die unsere freiheitliche Grundordnung komplett verändern. Inzwischen kann die Polizei bei Verdacht in Privatwohnungen gehen und die Leute in der Wohnung ohne einen Durchsuchungsbeschluss kontrollieren. Es kann weitere Ausgangssperren erlassen werden. Die Maßnahmen können willkürlich, ohne mit einem Expertenkomitee sich abzusprechen und mit wissenschaftliche Basiserkenntnisse mit einzuarbeiten, über uns und unsere Freiheit bestimmen. Dagegen wollte ich protestieren. Ich wollte an keiner Veranstaltung teilnehmen. Als ich in Berlin ankam, waren viele Menschen vor Ort, die genau wie ich einfach nur ihr Statement abgeben wollten. In Berlin, was habe ich in Berlin erlebt? Viele friedliche Menschen,
da standen mit ihren Plakaten und nur ihre Meinung kundtun wollten, dass sie nicht einverstanden sind, dass ihre Grundrechte weiter beschnitten werden, nachdem inzwischen bekannt ist, dass die Sterblichkeit durch Corona bei weitem nicht dem entspricht, was uns vorgegaukelt wird. Bereits um 12 Uhr wurde von der Polizei durchgegeben, die Versammlung ist aufgehoben. Ich war gar nicht auf einer Versammlung, ich wollte nur ganz alleine dort mein Statement abgeben. Und dann ging es los. Die Wasserwerfer wurden eingesetzt, es war 8 Grad kalt und man wollte auf Teufel komm raus den Platz räumen. Als auch das nicht gefruchtet hat, die Leute standen und haben gesungen. Ab und zu hörte man den Ruf, Friede, Freiheit, keine Diktatur. Das war alles, was von den Demonstranten an Gewalt ausgeübt wurde. Als auch die Wasserwerfer nicht ausreichten, den Platz zu räumen, wurden die Polizeieinheiten losgeschickt, um willkürlich einzelne Personen als Abschreckung aus der Menge zu holen. Ich habe selbst gesehen, wie Menschen, die die Hände hochhielten, um ihre Gewaltlosigkeit zu zeigen, von 4 Beamten auf den Boden geschmissen wurden, der Arm nach hinten gedreht wurde und sie verhaftet und abgeführt wurden. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem freiheitlichen Land. Und in Artikel 20 unseres Grundgesetzes, Absatz 4, steht es jedem Menschen frei, gegen alle Personen, die unser Grundgesetz unterlaufen wollen, Widerstand zu leisten. Wir sind hier, um Widerstand zu leisten. Wir sind nicht hier, um Herrn Dippold mit dem Tod zu bedrohen, wie das im Neuen Tag absolut verlogen dargestellt wird. Mein letztes Statement. Ich stehe für Friede, Freiheit und keine Diktatur in Deutschland. Und wer bis jetzt noch nicht gemerkt hat, dass es bereits eine Diktatur ist, dem wünsche ich nicht, dass er einmal eine Meinung vertritt, die unserer Regierung nicht passt. Denn dann könnte es sein, dass plötzlich es an der Türe klopft und ein Einsatzkommando einen einfach festnimmt. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Polizeibeamten, die heute hier sind, um diese Versammlung abzusichern, nicht zu diesem Einsatztrupp zählen. Aber es gibt Einsatztrupps, die ganz gezielt gegen Andersdenkende in den Krieg geschickt werden. Das, was jetzt in Deutschland passiert, ist Krieg gegen das Volk, wenn man nicht einmal mehr friedlich demonstrieren darf. Vielen Dank.
Thank you.